Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ja, ich bin wieder bei Julia in der Werkstatt. Wir haben heute ein schönes Fahrzeug hier stehen, ein schöner Hümer. Die Herrschaften sind aus Bayreuth in Bayern, liegt das, angereist. Die kriegen eine Erweiterung für Solar und Lithium und viele schöne Spielsachen. Die zeige ich euch jetzt natürlich. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei meinem neuen Video. So, der Hümer B704 steht hier. Schon mal ein schönes, voll integriertes Fahrzeug. Ich stelle mal eben die Musik ein bisschen leiser. So, schau mal, auch von vorne sehr schick gelungen das Ganze. Hümer war auch einer meiner Favoriten immer. Ja, ich zeige das mal rundherum. Sehr schön das Fahrzeug, auch innen. Mal schauen, wir sind hier. Florin, hallo, grüß dich. So, ich wollte mal eben zeigen unseren Zuschauern, was der Hümer eingebaut bekommt. Ist zwar noch nicht ganz fertig, aber lass mich mal eben, genau, vielen Dank. So, aha, da ist ja einiges zu sehen, macht immer mehr Licht. So, da haben wir eine Solaranlage, die schon, die bestehende Solaranlage mit einem Büttner-Regler, dann die neue mit einem Photronic-Regler. Logischerweise, dann haben wir den Ladebooster, dann haben wir einen Batteriecomputer, dann haben wir einen Wechselrichter von Photronic mit 1700 Watt Voranschaltung natürlich. Ist alles ein bisschen eng hier unten, ja, aber auch hier hat der Florin das schön beschriftet, alles gut. So, jetzt machen wir mal eine Überkopfaufnahme. Ja, hier steht die Lithiumbatterie, da vorne ist noch der vorhandene IBL-Block. Ja, was macht der Florin gerade? Logischerweise, ach hier, der macht die Netzvoranschaltung gerade. Okay, gut. Ja, wie gesagt, schickes Fahrzeug, bekommt einiges an Amperestunden mit auf den Weg. Und da würde ich sagen, da bin ich. Da würde ich sagen, wir gehen mal auf den Hochstand und schauen uns mal das Dach an von dem Hümer. So, niemand gerade auf dem Dach. Das ist für mich immer Anlass, meinen Hochstand zu nutzen. Dann fahren wir mal ganz nach oben. Ja. So, das hat Dach. Ziemlich verbaut, wie man sieht. Hinten ein riesen Hickey-Dach. Truma-Klimaanlage. Dann Mini, also kein Mini, sondern ein kleines Hickey-Dach. Hier ein kleines Hickey-Dach. Da Lüfter, da Lüfter, da Lüfter. Ja. Sat-Antenne vom Werk aus eingebaut, sieht man schon, über dem Fahrersitz. Ja, hätte ich vielleicht auch ein bisschen Kabelkanal dran gemacht. Oder vom Händler, ich weiß es nicht genau, aber egal, wer es eingebaut hat, da gehört Kabelkanal drauf, ist aber auch nicht. Hier noch ein großes Hecke-Dach, da vorne noch eins. Also, wie gesagt, Dach ist ziemlich verbaut. Dieses Fahrzeug wurde ausgeliefert mit einer Büttner-Platte. Hier von, ich jetzt mal, 100 Watt. So, da haben wir jetzt zwei Black-Kontakt zugelegt. Eine hier. Einer da, so, und jetzt sind wir hier bei 350 Watt, würde ich sagen. So, und damit ist natürlich schon mehr Action in der Bude als mit der einen Platte. Das ist mir sowieso immer schleierhaft, wie man hier so ein Fahrzeug, auch so ein großes Fahrzeug, mit einem Solarmodul auf den Weg schickt. Ja, aber es ist wie es ist. Wir haben ihn jetzt nachgerüstet und jetzt kann man hier auch mal ein autarkes Leben führen. So, wir schauen auch mal eben draußen, was hier draußen los ist. Da war ich auch schon ein paar Tage nicht mehr. Ja, da haben wir hier, oh guck mal, da steht ein großer Phönix. Der kriegt morgen das ganze Programm. Der steht auf Stützen und guckt schon Fernsehen, der übernachtet hier. Dann haben wir hier ein VW, ein Autark von Wölke. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was der hier will. Ja, gucken wir uns mit Sicherheit an. Auch ein schönes Fahrzeug, guck mal. Ist ein Allrad, der sieht schon von der Bereifung so aus. Müsste sein, schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Hier steht noch ein Pilot, der kriegt schon noch ein paar Dinge. Ja, dann gehen wir mal rein. Ja, also kleines Autark-Paket für den Hümer hier. Ja, das ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Auch mit einer Batterie nicht, wie ich gesehen habe, weil 200 Ampere Dauerentnahmestrom sind 200 Ampere Dauerentnahmestrom. So, hier, mein Roller ist eingepackt. Ämmchen ist zugedeckt, wie sich das gehört. Ja, Roller. Ja, der steht jetzt die nächsten Wochen hier rum, den haben wir natürlich eingepackt und der muss auch mal gewaschen werden. Aber da fällt mir ein, ich habe noch was in eigener Sache zu sagen. Ich gehe mal mit euch ins Büro und da steht die Kamera schon.
Und zwar geht es nochmal um die Hausmesse. Da wollte ich noch ein paar Dinge zusätzlich erzählen und das mache ich jetzt mal. So, jetzt bin ich wieder an meinem Platz. Jo, es geht nochmal um die Hausmesse, die wir am 12. und 13. Dezember durchführen wollen. Da hatte der Julian die Idee, das im Dezember zu machen. Die machen wir natürlich nur dann, wenn wir das dürfen. Das ist ja klar. Ich wollte das nochmal in aller Deutlichkeit sagen. So, jetzt haben sich aber aufgrund des gestrigen Videos schon so viele Leute angemeldet, dass ich nochmal darauf hinweisen muss. Also, ich weiß nicht, jetzt sind bestimmt schon 50 Anmeldungen dabei. Ja, also Wahnsinn. Wenn ihr kommen wollt, wir haben den Platz, das ist überhaupt kein Problem. Aber meldet euch bitte an, damit wir so einen kleinen Überblick bekommen, wer kommt. Ja? Per Mail blendet das auch nochmal ein. Wir kommen an den und den Tagen oder beide, ist auch gut. Ihr könnt hier auch übernachten. Wie gesagt, Platz haben wir hier genug. Aber bitte per Mail anmelden, mit wie vielen Leuten und damit wir ein bisschen... Ich dachte, das wären jetzt 20, 30 Leute, weil sowieso niemand fährt im Moment und so. Aber da ist wohl weit daneben. Also bitte anmelden, ja? Ich blende das hier ein. Ja, und dann wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir an diesen beiden Tagen und nur an diesen beiden Tagen, 12. und 13. Dezember, 10% auf unsere Solaranlagen geben. Egal wie klein, egal wie groß. Ja, es gibt an diesen beiden Tagen, wenn man hier hinkommt und sich hier beraten lässt, auch wenn man hier nichts kauft, habe ich gestern auch schon mal erzählt, ist auch nicht schlimm, ist alles gut, ja? Aber wer an diesen beiden Tagen eine Solaranlage bestellt, ist egal, ob der die jetzt dieses Jahr noch abnimmt, wobei wir eh keine Termine mehr haben dieses Jahr, da müsst ihr euch schon mal darauf einstellen, dass wir das für nächstes Jahr machen, der bekommt an dem Tag 10%. Ja? Wenn ihr zum Beispiel vorhast, eine große Solaranlage aufzubauen, hier 680 Watt, da können sich 10% schon lohnen. Lohnt sich auch schon bei zwei Platten. Ist ja klar, 10% sind 10%. Also die bekommt ihr an diesen beiden Tagen. Ja? Bitte nicht anrufen, ja, ich möchte das aber telefonisch bestellen. Geht nicht. Nur wer hier persönlich auftaucht, der kriegt die 10%. Nicht am Telefon oder auch bitte auch nicht per E-Mail. Das wird dann einfach zu viel. Das ist dann so. Wie gesagt, wir halten uns natürlich an die Regeln. Dann haben einige geschrieben, ja, wie willst du denn... mit Abstand Bier trinken. Ja, wie will man mit Abstand Bier trinken? Ja, ich berate euch ja auch mit Abstand. Auch mit Abstand Bier. Also in diesen Zeiten geht das. Ja, sicherlich würde ich gerne mit dir an der Theke stehen wie beim Ballermann und mich da volllaufen lassen. Logisch. Nee, aber nein, das geht nicht und das werden wir auch nicht machen. Ja, so. Haben einige geschrieben, das ist auch in Ordnung so, wenn man da Bedenken hat, aber das wird hier nicht stattfinden. Ja, wer ein Bier trinken will, der kann ein Bier trinken, wer nicht, der lässt es. Auch gut, ja, der kann sich auch beraten lassen und sich anschließend in sein Wohnmobil setzen, Fernsehen gucken und bis zum nächsten Tag schlafen, auch alles, gar kein Problem, ist alles machbar. Also ich gehe nochmal durch, bitte anmelden, per Mail, dann die 10% nur auf Solaranlagen, ja, nur auf Solaranlagen an diesen beiden Tagen, wer hier persönlich auftaucht. Und nur, wer hier persönlich auftaucht, sonst nicht. Ja, ansonsten habe ich alles gesagt. Wie gesagt, haben sich schon unzählige angemeldet. Das ist schon wirklich viel. Ist aber kein Problem. Ich habe schon vor 300 Leuten habe ich schon einen Vortrag gehalten. Also für mich ist das überhaupt kein Thema, ob 30 oder 300. Ja, jetzt gehe ich nicht davon aus, dass wir hier zu 300 Leuten stehen. Das wäre auch, aber so ein bisschen der Überblick und so. Und dann wird sich das irgendwo einpendeln. Dann ist die Jahre, hat das immer so funktioniert. Ja, also dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinem Video. Lasst ein Abo da, damit ihr hier nichts verpasst. Wie immer, alles Gute für euch. Bleibt gesund, euer Guido von GNS TV.